Wir sind online. Du hast aber auch immer einen magischen Auftritt, Christopher. Plötzlich Ja. bin ich da. Deus ex machina, so heißt das. Und wir Aber haben ich ja sehe jetzt heute. wieder sehr, sehr gelb stichig aus. Da Ja. musst du noch was tun. Einen magischen Touch sozusagen reinbringen in das Ganze. Ja, also die Magie der Technik ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil. Ja, da ist wieder so viel Licht bei dir. Also wo du bist, ist einfach Licht, Kirsten. Was soll man tun? Licht und Schatten. Ja. Guten Morgen da draußen. Schön, dass ihr euch zu uns gesellt. Es ist ja sehr früh, wie ich Christopher auch mehrfach habe wissen lassen. Aber in Bayern schlagen die Uhren halt anders als in unserem bedächtigen, gemütlichen Hamburg. Und deswegen ist er halt unbedingt schon um 9 Uhr online. Ja, das ist vielleicht schon Teil der magischen Beeinflussung durch dich, Kirsten, denn es gibt natürlich verschiedene Gründe, warum wir ausnahmsweise mal um 9 Uhr da sind. Denn wobei ich natürlich nichts gegen 9 Uhr habe, ne? Also für mich ist 9 Uhr immer wunderbar, aber da wisst ihr ja, wie es mit den Lerchen und den Eulen ist. Kirsten, bist du eher eine Eule wahrscheinlich, oder? Nee, ich bin gar keine Eule, aber ich bin eine Lerche, die dann gerne Zeit für sich hat. Ah, ich verstehe. Also das heißt, du verbringst die Zeit da nicht gerne mit zum Beispiel mir in der Früh. Ich verstehe schon. Auch mein Mann kann da durchaus mal stören in dieser Zeit. Ja. Ja, genau. Ja, wunderbar. Kirsten, wir sind ja heute wieder da, um unsere Reihe fortzusetzen. Wir wollen ja so nach und nach mal durch die großen Arkana des Tarot durchgehen und vor allen Dingen all denjenigen das näher bringen, die vielleicht so, ja, mal ein Tarotdeck in der Hand gehabt haben, aber nicht mehr oder vielleicht gar nicht oder vielleicht irgendwie sich fragen, was ist das, hat das eigentlich auf sich damit? Und vor allen Dingen wollen wir uns ein bisschen Zeit nehmen, die Symbole auf den Karten zu untersuchen. Also im Vordergrund steht es bei uns nicht, wie berate ich richtig oder was kombiniere ich mit welchen zusammen. Da haben wir natürlich eigene Kanäle dafür, respektive du hast da eigene Kanäle dafür. Ich erwähne nochmal die Mantika natürlich als die Adresse im Internet, bei der man sich sehr viel tiefgründiger noch mit Tarot beschäftigen kann. Wir liefern hier sozusagen einen kleinen Einstieg. Und natürlich sei auch der Tarotverband erwähnt, von dem Kirsten ja den Vorsitz innehat. Und auch dort auf der Facebook-Seite vor allen Dingen des Tarotverbandes ja immer wieder interessante Interviews zu finden sind mit, ich würde mal sagen, Tarot-Menschen aus aller Welt und auch recht bedeutsamen. Sodass man da, also wer da noch tiefer einsteigen möchte, der findet sich natürlich da zurecht. Und wir haben hier auf der Geheimnisakademie eher ja den, ich sag mal, den Anspruch, euch in die Symbolik mehr einzuführen und auch die Querverbindungen jetzt mal zu sehen. Das Ganze auf eine unterhaltsame Art und Weise. Ich glaube aber, Kirsten, das wird uns gelingen. Was meinst du? Ja, irgendwann werde ich auch mal was sagen und dann wird das sicher lustig. Ja, genau. Ja. Und schon wird's lustig. Also, ja, also als gut Nein, Spaß eingespieltes beiseite. Kind. Entschuldigt bitte. Ich bin wirklich, ich muss mich erst warm reden. Es ist früh. Ja. Ich dachte, ich tue dir einen Gefallen und labe erstmal nur eine kleine Runde, bis so Das in dir ist drinnen total in der Druck Ordnung. sich so aufstaut und dann kommt es Ja. dann rausgeflossen. Und du hast echt lange geredet, ohne die transpersonale Astrologie zu erwähnen. Transpersonelle, das beeindruckt mich zutiefst. Aber Na gut, ich also bin sicher, wir kommen da auch nochmal drauf. das mag vielleicht am Thema liegen, Kirsten. Also ich wage mal diese steile These aufzustehen. Gut. Ja, Kirsten, ich habe als Hintergrundbild, ich bin ja hier zuständig als Showmaster und muss also die Präsentationen vorbereiten. Ich darf das natürlich vorbereiten, bereitet mir auch ein Vergnügen. Ich bin ja selber jetzt nicht so ein ausgewiesener Tarot-Experte, sondern sagen wir mal der interessierte Laie, der sich ein bisschen mit Symbolik auskennt
und das ein oder andere wahrscheinlich heute einflechten lassen kann aus seinem bescheidenen Wissensschatz. ja. Möchtest du, dass ich jetzt Fishing for Compliments für dich mache, oder? Das kannst du dir überlegen, Kirsten. Ich überlege mir das noch, ich gebe noch Bedenkzeit. Aber ich habe im Hintergrund, ich habe mir so überlegt, wie fangen wir dieses sehr spannende Thema an? Und habe mir als Hintergrundbild dieses ausgewählt, weil an was, liebe Leute, denkt ihr, wenn ihr das Wort Magier hört? Jetzt mein, wenn ihr nichts mit Tarot, wenn ihr mal das Tarot beiseite lasst, woran denkt ihr? Vielleicht könnt ihr kurz in den Kommentaren mal so einen Satz schreiben oder ein Wort schreiben, was bei euch Magier ist, damit wir mal so hören, was da so in der Luft liegt. Kirsten, nicht Magier, Kirsten, als du, also kannst du dich noch erinnern an eine Zeit ohne Tarot? Nein. Oh je. Dann hätte ich dich jetzt mal gefragt, was hättest du denn damals angenommen? Du könntest dich erinnern, an was hättest du denn gedacht? Nein, tatsächlich, jetzt, wo wir drüber reden und hier auch alle Zauber schreiben, ne, war ich eine begeisterte Trickkastenbesitzerin, als ich ein Kind war. Das fand ich ganz großartig. Und auch jetzt mit unserem Sohn, der hatte auch so eine Phase, wo er wirklich total gerne so magische Kunststückchen gemacht hat. Und ja, im Hintergrund suggerierst du das ja auch so ein bisschen durch Kartentricks, ne? Das ist eigentlich das, was die Leute von einem Magier erwarten. Vielleicht auch noch jemand, der so hypnotisiert, ne? Das ist auch, was ich oft mit Magie verbinde. David Copperfield. Also diese Dinge, das ist definitiv was mit Magie zu tun hat. Ich finde es so interessant, dass du gerade David Copperfield erwähnst. Es gab ja mal so eine Zeit der großen Magier, ne? Also wo Shows so waren. David Copperfield lässt die Freiheitsstatue verschwinden und solche Geschichten, die dann auch übertragen wurden weltweit. Sowas gibt es eigentlich gar nicht mehr. Ne? Also so große Magier, kennst du da einen so aktuell? Also nicht wirklich, aber ich verkehre auch nicht so richtig in der Szene, muss ich gestehen. Ja, aber sonst würde man das wahrscheinlich auch mehr mitbekommen. Ja. Wie heißt denn der eine Magier, der ganz bekannt ist? Ach Gott, der mit dem Löffel verbiegen. Uri Geller. Uri Geller, ja, der ist ja immer mehr in Diskredit geraten. Aber Houdini ist natürlich auch... die Ehrlich Brothers, genau, die Ehrlich Brothers, die kenne ich auch, aber ich habe die noch nie gesehen. Ich habe nur immer Werbung für die gesehen, muss ich gestehen. Sterngucker meint Houdini, aber wahrscheinlich meinst du Houdini. Die, genau. Ich habe also, diskret über diesen Fehler hinweggesehen und das charmant ausgebügelt, während du den armen Sternengucker da wieder draufhauen musst. Ja, es könnte ja auch ein Scherz sein. Vielleicht wollte es ja auch aus Houdini bewusst Houdini machen. Das kann natürlich sein. Houdini ist aber ein interessantes Stichwort, wie ich finde, weil der hat ja damals sich auch auf seine Fahnen geschrieben, die Pseudomagier zu entlarven. Ja? Also das war ja... Ja, eigentlich nicht die Pseudomagiere, sondern er hat halt... sehr stark recherchiert, ob es möglich ist, sowas zu machen wie Jenseitskontakt oder so. Da ist er ja immer sehr aktiv gewesen und hat da die Leute auch auffliegen lassen, weil er selbst aber, glaube ich, auch auf der Suche war, ob das möglich ist oder nicht. Er hatte ja so ein Thema mit seiner Mutter, die gestorben war. Und gleichzeitig hat er aber, also was ich meine, es sind ja keine Pseudomagier, er selbst hat sich ja als Magier gesehen. Genau, also da meine ich, da ist der Unterschied, sagen wir mal, deutlich. Der Magier sieht sich in seiner Weise als derjenige, der ein Illusionskünstler, könnte man ja sagen. Es geht da so um Illusion, ich habe das Stichwort vorhin auch schon. Illusionist ist ein gutes Stichwort, genau ja. Und auf der anderen Seite sehen sich dann die Illusionisten, also diese Art von Magier, dann auch berufen, andere, die vermeintlich wirklich magische Phänomene hervorrufen, auch zu enttarnen. Also genau. Ich finde das ein interessantes Thema. Das hat schon ein bisschen was, glaube ich, mit der Karte auch zu tun. Meines Erachtens, da können wir uns gleich noch genau drüber unterhalten. Und ich finde es sehr spannend. Ich meine, bei Houdini, da gibt es ja, du kennst ja bestimmt Kate Bush. Kennst du die? Klar, kennst du die. Kate Bush, ja. Genau. Um Gottes Willen, da habe ich jetzt gerade ein Fettnäpfchen gegangen. Natürlich kennst du Kate Bush. Und es gibt auf einer ihrer
ihr Platten, hätte ich fast gesagt. Da merkt man, wie alt ich bin. Platten, ja, auch Platten kenne ich, Christopher. Ja, dass du die noch kennst, Kirsten, das wundert mich. Danke. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Da gibt es ein Lied, Houdini, auf einer ihrer Longplayer. Und da thematisiert sie das. Und zwar, dass er ja am Schluss dann doch offensichtlich, also er hat ja, ich weiß nicht, ob die Geschichte wahr ist, dass er seiner Rosabelle den Auftrag gegeben hat, sie soll nach seinem Tod ihm im Jenseits einen Jenseitskontakt zu ihm herstellen. Das wäre sozusagen die letzte Prüfung. Und sie hat das dann gemacht und tatsächlich hatten sie gemeinsam ein Codewort vereinbart. Und das hieß Rosabelle Believe. Und das soll dann tatsächlich das Medium gesagt haben. Das soll dann, Ja, das sie ist sieht wild. da einen Mann und er sagt nur Rosabelle Believe. Da kann einem doch, da geht's einem doch eiskalt den Rücken runter, oder? Ja, wahrscheinlich hat sich der arme Houdini auch im Grab getrudelt, nachdem diese Mär über ihn verbreitet wurde. Also du findest, dass das eine Mär ist. Ja, ich glaube, dass, Das ich, Lied ist aber sehr schön. Also der Song ist auch. ja. Kate Bush ist sowieso sehr schön, ja. Ja, Kate Bush. Gut, aber wir kommen vom Thema ab. Ich habe natürlich noch mehr Bilder mitgebracht und habe mir gedacht, jetzt denken wahrscheinlich einige bei Zauberer eben nicht nur an Houdini und Co., sondern vielleicht sogar an dieses hier. Bewusst eine Genau. etwas kitschige Also, Variante dargestellt. gerade dank der Fantasy-Romane wie Herr der Ringe oder auch der Gamer-Szene ist das natürlich der Magier, an den die meisten denken. Ja, die Nebel von Avalon passt da natürlich auch sehr, sehr gut rein. Merlin ist natürlich etwas, was wir schon auch sehr, sehr lange in unseren Genen haben. Und Merlin ist definitiv auch ein Vorbild der Zauberer oder Magiere, die mit Tarot zu tun haben, würde ich sagen. Ja. Ja, Harry also das. Potter wird hier auch genannt. Ja, das passt natürlich auch sehr gut rein. Also ich lese auch hier Gandalf. Also Genau. klar, diese Bilder, die sind praktisch schon in unser Bewusstsein eingeprägt worden beim Begriff Magier. Und das ist aber, glaube ich wage mal zu behaupten, eine modernere Entwicklung, dass wir den Magier auch eben mit seinem. Ich meine, ich kenne nur als Kind den Zauberer mit Spitzhut und Sternen drauf, als Faschingsverkleidung. Sowas. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo der herkommt, aber der muss ja von woher kommen. Das weiß ich tatsächlich nicht, wann der Spitzhut mit dem Zauberer Magier in Verbindung gebracht wurde. Mal interessant. Vielleicht weiß es hier jemand da draußen. Vielleicht hat ja jemand da draußen eine Idee. Aber ich bin jetzt auch gerade mal so durch die Bilder des 19. Jahrhunderts gesurft. Da fällt mir eigentlich kein Magier mit so einem Spitzhut ein. Vielleicht ist das tatsächlich etwas, was mit Herr der Ringe aufgekommen ist. Könnte sein. Würde passen. Also ich kenne, also wie gesagt, den Magier mit dem Spitzhut und den Sternen drauf und mit Mondsichel. Genau. Da denke ich schon, dass das so eine, so, dass das eher was Moderneres ist, ne? Ja, denke ich auch. Und wenn wir jetzt dann so auch aufs Tarot kommen, ich habe noch ein Bild, habe ich noch mitgebracht. Das ist eben hier dieses eine Magierbild, die Taube, die aus dem Zylinder kommt. Und Klassiker. genau, und dann habe Der ich Disney könnte es auch sein, sagt Sarah. Das stimmt, ja. Disney, ja, Disney. ganz klar. Ja. Aber da gab es ja diesen auch die Artus-Geschichte von Die Disney, aber da gab's. hatte der doch eher so einen Spitzenhut ohne Schlappe auf, wenn ich mich recht Aber es entsinne. gab den Phantasia-Film. Stimmt. In Phantasia ist ja dieser Tanz, der wo die Besen, Besen, Seids gewesen, das hat er doch Ah, da ja. gefilmt. Ich glaube, in dem Zusammenhang ist und auch Zauberlehrling meinst du? in dieser Artus, in diesem Artus-Thema so, ja, ganz Ja. genau. Disney ist meistens schuld. Merlin und Mim. Die Merlin Hexe und und der Mim. Zauberer. Genau. Der Berliner Goldhut bringt die Sternengucker noch rein. Das ist natürlich jetzt für die Archäologie-Fans interessant. Das stimmt, Sternengucker. Das wäre tatsächlich sogar bronzezeitlich. Also da sind wir viele tausend Jahre zurück. Der berühmte Berliner Sternenhut, das ist so eine kegelförmige, aus Gold Blech geschlagene, aus Goldblech geschlagene
vielleicht Kopfbedeckungen, auf der seltsame Symbole sind, drauf sind, die so eine Kalenderfunktion gehabt haben können. Nur so mal so am Rande. Aber das ist ein interessanter Hinweis, dass er diese spitzen Hüte vielleicht schon im kollektiven Bewusstsein mit sowas eher in Verbindung stehen, schon viele, viele hundert Jahre. Aber wir werden da mal noch recherchieren. Ich habe in der Zwischenzeit im Hintergrund ja auch nochmal ein anderes Bild reingebracht, das ihr jetzt vielleicht gar nicht mit Magie in Verbindung bringt, das aber mit dem Tarot in Verbindung steht. Denn Kirsten, die erste Bezeichnung, korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber in den ältesten Tarot lesen wir nicht der Magier auf der Karte oder etwas Vergleichbares, sondern wir lesen Bateleur. Das ist Correct. Ja eigentlich ein Jongleur. Ne? Genau. Und so sind die ersten Karten auch dargestellt. Da sehen wir hier eine sehr alte Abbildung aus einem Tarot aus dem 16. Jahrhundert, Anfang des 16. Jahrhunderts, wo wir sehen, dass er dem Narren noch ziemlich ähnlich ist und er wird dargestellt als ein Hütchenspieler, als jemand, der halt vielleicht auch ein Marketender ist in irgendeiner Form, also jemand der niedrigeren Kaste im hierarchischen Bewusstsein des westlichen Mittelalters. Und der irgendwie, ja, er wirklich an einen Hütchenspieler erinnert so und auch gleich mit Tricks verbunden wird. Im Tarot sagen wir auch gerne, dass der Magier der Trickster ist, was wieder mit Trick, Illusion, sonst etwas zu tun hat. Und daneben hast du ein interessantes Bild aus dem Raziel-Tarot von Robert M. Place und Rachel Pollack aufgehängt. Ein Deck, das leider nicht erhältlich ist, aber was man sich komplett auf der Webpage von Robert M. Place ansehen kann. Und hier haben wir dann auf einmal den Magier als Heerenkönig Salomon, was natürlich vom Hütchenspieler hin zu König Salomon, ist ein Beförderungsschritt sozusagen. Ja, da sollten wir uns unbedingt drüber unterhalten. Was ist denn da passiert, dass wir vom Jongleur, vom Gaukler, vom eigentlich jemand, der uns tendenziell eher betrügen würde, vom Hütchenspieler hin zum hehren König Salomon kommen? Also was ist da passiert? Da sollten wir uns auch noch mal kurz drüber nachdenken. Ich möchte aber zunächst einen Schritt noch zurückgehen und aufgreifen, was wir letztes Mal besprochen hatten, nämlich den Narren. Und würde dich gerne fragen, Kirsten, gibt es denn einen inneren Zusammenhang zwischen dem Narren und dem Bateleur, muss ich jetzt in dem Fall sagen? Gibt es da einen inneren Zusammenhang? Also, wie sieht man das? Ich habe deine Frage verstanden, Christopher. Jetzt bin ich eingefroren, wo ich was sagen wollte. Magie. Aber es geht schon. Also, es gibt einen inneren Zusammenhang und der wird auch in neueren Decks immer ziemlich stark hervorgehoben. Wenn wir zum Beispiel uns das Waite-Smith-Deck ansehen, wir sehen den Narren auf der Reise. Wir haben letztes Mal auch über dieses Säckchen geredet, was er da trägt. Wenn man daran glaubt, dass es Wiedergeburt gibt, dann wird gerne interpretiert, müssten wir jetzt Houdini fragen, ob das in diesem Beutel sozusagen das ist, was er so an Gepäck mit sich trägt in diese Welt, weil der Narr, haben wir auch, glaube ich, drüber gesprochen, auch ein Bild dafür ist, die Seele, die in die Welt inkarniert. Ja? Und der Magier, der hat dann, so wird immer gesagt, all die Dinge, die in diesem Säckchen sich befinden, vor sich auf dem Tisch ausgebreitet. Mhm. Also das eine ist ein etwas Unbewusstes, das andere ist etwas Bewusstes. Mhm. Und das Bewusste und das Unbewusste, das ist beides Potenzial. Also bei diesen Karten geht es um Potenzial. Und Christopher, es wird dich glücklich machen, wenn ich dir sage, dass es astrologische Zuordnungen gibt, die sagen, dass der Narr dem absteigenden Mondknoten und der Magier den aufsteigenden Mondknoten symbolisiert. Aber wer sagt denn sowas? Ja, da gibt es so gewisse Schulen. Gut, ich verstehe, Kirsten. Diese Abzweigung nehme ich heute nicht.
zu dem Mondknoten. Schade, ich weiß, du hast mir den Knochen hingeworfen, aber ich verschmähe ihn. Wir werden noch über eine astrologische Zuordnung sprechen, mit der ich mehr konform gehe, mehr so gegen Ende. Aber wir sagen wir mal so, das ist ja jetzt nur das Marseille-Tarot, auf das wir uns ja grundsätzlich jetzt mal in erster Linie beziehen, weil es ja eines der ältesten Tarots ist. Korrigiere Genau, es mich. stammt aus dem 16., 17. Jahrhundert und gilt als das, es ist nicht das Urtarot. Ne? Wir haben Tarots, die älter sind, wie zum Beispiel das, was wir gerade gesehen haben oder das Visconti Sforza. Aber es ist das Tarot, auf das sich die Okkultisten des 19. Jahrhunderts berufen haben, die eine Rolle dabei spielen, was mir aus dem Magier wurde. Vielleicht kann man ja mal kurz auf die Darstellung, also sagen wir so, auch das, was du gesagt hast, habe ich auch schon gehört und gelesen, dass zum Beispiel das, was der Narr in seinem Ränzel trägt, dann später beim Magier auf dem Tisch ausgebreitet ist. Später werden wir noch sehen, wird das sieht er ja jetzt hier noch im Tarot de Marseille relativ willkürlich aus, was er da hat. Das sieht eher nach Hütchenspieler aus. Später werden wir sehen, dass gerade die Okkultisten daraus dann zum Beispiel die vier Elemente gemacht haben, respektive die vier Farben des Tarot. Wir sehen auch zum Beispiel diesen seltsamen Hut, den sollte man sich vielleicht merken, der dann später auch symbolisch transformiert wurde in eine etwas noch eindeutigere Form, die hier Ja, vorweg. das ist eigentlich die Schlappe vom Spitzhut. Sieht man doch deutlich. Ja, könnte man so sehen. Die Spitze ging halt nicht mehr drauf. Und auch hier noch eine Bewegung, die auch immer wieder aufgegriffen wird, ist die eine Hand, die eher nach oben und die andere eher nach unten zeigt. Auch dies ist so, sind so Hinweise. Was ist denn das eigentlich dort hinten, was da so wie ein Flämmchen zwischen den Beinen ist? Kann man dazu was sagen? Oder ist das einfach nur ein Bäumchen? Also ich würde jetzt wieder etwas vermuten, was dir nicht gefällt, Christopher, deswegen sage ich das jetzt nicht. Alles klar. Und du hast auch eine grüne Brille an. Das sieht sehr schön Ja. aus. Ja, das würde mir nicht gefallen. Aha, gut, das lässt ja meiner Fantasie freien Lauf. Also ich sag mal, ist der, ich Weiß es tatsächlich nicht. Ich weiß bin es mir auch nicht. nicht sicher, ob diese. Ich guck mal hier, ich habe ja hier noch ein Deck. Ich schau mal, ob das bei meinem auch so ist. Ich schaudere mich jetzt Ist hier gerade denn mal ganz, weg. vielleicht können wir ganz, eine ganz grundsätzliche Frage, die mich interessiert, klären an dieser Stelle. Kann man beim Marseille-Tarot wirklich jedes Detail so deuten, so wie wir das dann später bei den eher aus den okkultistischen Traditionen, da haben die ja ganz bewusst jedem Detail eine Bedeutung gegeben. Oder ist das auch eine Überinterpretation, wenn man zum Beispiel jede Farbe, jede Form deutet? Was macht. Ja, das kannst du. Also ich habe hier gerade das Deck von Alexandrei Jodorowsky in der Hand. Und der schwört auf die Farben, der hat die Farben auch nochmal verändert, extra dafür, um das besser herauszuarbeiten. Und man muss sagen, dass es ja wirklich ganz, ganz viele Länder gibt, in denen immer noch nur mit dem Marseille eigentlich gearbeitet wird. Also wenn du nach Spanien gehst, nach Portugal, Italien, Frankreich, da ist vorwiegend die Arbeit mit dem Tarot de Marseille. Ja, er hat da auch das Spitzelchen da. Andere Farben. Man sieht hier, da werden die Farben anders gewählt. Ne? Also Genau. na, da, Ja, wo und ihr ich jetzt habe so hier. Lücken seht, da ist grün gewählt. Das ist hier Und ganz hier anders. ist es tatsächlich auch. Das ist, glaube ich, Du das hast zweite, dasselbe die wie ich, Farbe. oder? Nee, ein bisschen anders. Herausgearbeitet. Ich habe Assoziationen dazu, aber ich denke, wir gehen jetzt erst noch mal weiter, bevor wir uns an Genau. diesem Zapfen Gut, da aber merkt euch aufhängen. mal diese Einzelheiten, weil die dann später natürlich noch umgedeutet werden. Genau. Ich habe jetzt Also, hier um noch. deine Frage noch mal zu beantworten, es gibt viele Deutungen für Tarot de Marseille, wo auch da schon das, ja, der Aspekt des Magischen mit dabei ist. Aber die Betonung liegt mehr auf dem, was wir schon erwähnt haben, auf Illusionen, auf Tricksen, auf tatsächlich so wie Hütchenspieler etwas aus dem Hut zaubern sozusagen. Ich habe jetzt hier nochmal bewusst, da können wir eigentlich relativ schnell drüber gehen, nochmal den Magier aus Marseille-Tarot. Aber noch eine, das hast du mir geschickt, das finde ich eine sehr interessante Darstellung. Da ist nämlich richtig was los auf dem Bild und wir sehen eher so eine, ich
Sofort erste Assoziation, eine Wirtshausszene. Man spielt eher und da liegt sogar noch der Hund unterm Tisch und ein Affe sitzt daneben oder irgendwas anderes sitzt daneben. Also eine sehr spannende Darstellung. Sie sieht zumindest sehr alt aus. Also ich denke, dass sowohl Narr als auch Magier wichtige Identifikationsfiguren waren für die Menschen, die als erstes sich mit diesen Bildern auseinandergesetzt haben. Wir wissen ja gar nicht genau, ob es zum Kartenspielen benutzt wurde am Anfang oder ob es eher diese Triumphzüge waren, die in der Renaissance, im Mittelalter durch die Städte liefen. Und da haben wir quasi mit Magier und wahrscheinlich auch mit Narren so eine Form des Jedermann verkörpert, würde ich sagen. Und die gehen halt auch gerne ins Wirtshaus. Das ist so das normale Volk, ne? Und wenn wir dann weitergehen, also im Tarot de Marseille, würden wir als nächstes der Papesse begegnen, die ja auch ein bisschen suspekt ist, ne? Und dann Herrscherin und Herrscher, ne? Also wir steigen immer in der Hierarchie weiter nach oben. Gut. Jetzt machen wir einen Rückstoß in die Zukunft. Wir kommen vom 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert zum Anfang des 20. Jahrhunderts, wenn ich richtig bin, und mitten ins 21. Jahrhundert hinein. Aber schauen wir uns Ganz doch genau. zuerst mal die linke Karte an. Das ist natürlich die wohl, ich behaupte mal, in unseren Gegenden die bekannteste Darstellung des Magiers aus dem Coleman-Smith-Tarot. Das Coleman-Smith-Tarot ist schön gesagt, so habe ich das noch nie gehört. Da Sagt betonst du man das nicht natürlich, so? na, okay, die Frau heißt Coleman-Smith. Du solltest vielleicht dann doch noch den Wade mit reinnehmen, auch wenn ich Warum? natürlich total dafür bin, dass Frauen first genannt werden. Coleman Smith Wade Tarot. genau. Also wer sich das nicht antun möchte, die Standardbezeichnung inzwischen ist das RWS. Also Rider-Waite-Smith-Deck. Da kommt ihr immer gut mit rum, wenn ihr darüber diskutieren möchtet. Genau, dieses Deck wurde veröffentlicht 1909 und es ist eine, wie Waite es nannte, rektifizierte, wie sagt man dazu auf Deutsch, eine Bereinigte, korrigierte. bereinigte Version dessen, was andere Menschen sich vorher ausgedacht haben, wie er sich da charmant ausdrückte. Wir unterschlagen jetzt hier ungefähr 150 Jahre Tarotgeschichte, wenn wir zu Waite gehen. Und ich würde es ganz gerne noch mal kurz sagen, weil du ja wissen wolltest, wie sind wir denn zu dieser Figur gekommen? Also wir haben diesen Buteleur, der aus dem Tarot de Marseille stammt. Mit dem Tarot de Marseille wurde tatsächlich gerne gezockt. Ja, es war die Zeit, in der man schon Karten relativ günstig herstellen konnte. Karten wurden im 16., 17. Jahrhundert immer beliebter und sie wurden auch von der Kirche nicht verboten, weil man damit orakelt hat, wie gerne behauptet wird, sondern weil sie zum Glücksspiel dienten. Und gerade in den Salons vor der Französischen Revolution wurde gerne gezockt. Die Adligen hatten ja nichts anderes zu tun. Und da hat man dann entdeckt, also es gab einen Menschen namens Cours de Gamblin. Ich hoffe, ich erzähle nicht schon wieder alles, was ich letztes Mal schon erzählt habe, aber vielleicht sind ja auch Egal, andere. Wiederholung festigt. Genau, also Cours de Gamblin, ein französischer Nichtadliger, der sich aber in diesen Kreisen bewegte, sah Menschen in einem Salon. Es soll ein Salon von Marie Antoinette gewesen sein. Und die spielten mit den Karten und er blickte auf dieses Tarot de Marseille und hatte die Eingebung, dies ist ägyptisches Priestergeheimwissen. Ja, und die Okkultisten, gerade die Französischen, sind da drauf gesprungen wie die Bienen auf die Blumen. Und dann wurde der Tarot, gerade jetzt auch noch in der Marseiller Form, mit allem Möglichen belegt. Man schuf astrologische Korrespondenzen, man verband ihn mit der Kabbala, man machte alles Mögliche. Da gab es einige wichtige Namen. Eliphas Levi ist vielleicht einer, den man kennen sollte, oder Oscar Wirth. Und das war vor allem in Frankreich eine Bewegung, die sich auch durch die Revolutionen, die dann folgten, immer wieder gehalten hat. Und darüber gibt es sehr viel Literatur, wenn euch das interessiert.
Dieses Deck, was wir jetzt hier sehen, ist aber eins, das in England entstand. Und zwar wurde 1888 ein wichtiger Geheimorden gegründet in London, der Golden Dawn, der sicher einigen von euch ein Begriff ist. Und der Golden Dawn hatte starke Verbindungen zu Frankreich durch seinen Vorsitzenden McMarthers. Und in diesem Orden entstand innerhalb von 12 Jahren so ziemlich alles, worauf sich heute die Tarot-Begeisterten beziehen. Es war ein Orden, der sich aus der Theosophie schöpfte, der sich bediente bei den Rosenkreuzern und bei vielen anderen. Und er hat etwas erschaffen, das eine Initiationsschulung darstellte, wobei man durch die durch kabbalistische Rituale geführt wurde, und ein Bestandteil war aber auch ein eigenes Tarotdeck zu malen. Und Waite gehörte diesem Orden an, ebenso wie Aleister Crowley. Und als Aleister Crowley diesen Golden Dawn zusammen mit McMarthas, muss man sagen, sprengte, also es gab natürlich da auch, auch Rangeleien, wie wir das überall immer feststellen, wenn es irgendwie um Macht geht, hat Waite eine Splittergruppe dieses Ordens übernommen. 1903 war das, und hat gesagt, ich möchte diesen Orden jetzt eine andere Richtung verleihen. Dieser Orden hat sich nämlich als magischer Orden betrachtet. Ja, da sind wir jetzt beim Magier endlich gelandet. Und was hieß für die Magie? Es hieß, dass man die, dass man sich die Welt erschafft, wie man sie haben möchte. Und zwar bewusst. Ne? Also das, was wir heute Wünsche ans Universum nennen, damit haben sie gearbeitet. Und das sehen wir auch auf diesem Magier jetzt abgebildet sehr stark, nämlich das oben wie unten. Das kann ich jetzt hier schlecht machen in dem mir zur Verfügung stehenden Raum, aber ihr seht es ja dort abgebildet. Ihr seht, dass er den die Hand nach oben hält. Er hat einen Stab in der Hand, der sowohl nach oben als nach unten spitz zulaufend ist, damit da Energie geleitet werden kann. Und die andere Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger auch noch geht in die Erde. Also er ist quasi wie eine Antenne, wie ein Leiter, der Energie von oben nach unten bringt. Und das ist genau, wie Magie definiert wird. Ja, also ich erschaffe mir das, was da ist, in meiner Vorstellungskraft, Kraft meiner Vorstellungskraft, in die Erde. Waite hingegen wollte aber aus diesem magischen Orden einen mystischen Orden machen. Und er hat zwar jetzt den Magier hier so dargestellt, wir wissen auch nicht, also es gibt nicht so viele der anderen Decks, die im Golden Dawn entstanden sind, also ob da nicht schon vorher diese Bilder in dieser Form irgendwie waren. Aber er hat dann vor allem Schwerpunkte auf den Hohepriester gelegt und auf den Eremiten. Na, das ist eher das, womit er sich identifiziert hat, weil gerade der Eremit ist eher so ein Mystiker. Das ist ja vielleicht beim Eremit, das wäre ja jetzt mal von, wir kommen ja noch auf diese Karte, aber da würden wir zum Beispiel das, was jetzt viele so mit der Gandalf-Merlin-Figur verbinden, würden wir ja wiederentdecken. Ne? Also dieses auch mit einem Stab gehen und so eine Kapuze, das Gesicht so halb verdeckt. Wenn wir ja hier eher den Magier haben als einen sehr selbstbewusst dastehenden, sich in seiner ganzen Größe präsentierenden und sich auch groß machenden Geste. Also da ist ja so eine sehr, da ist das Thema des Bewusstseins, ich bin mir meiner selbst bewusst, sehr viel stärker vertreten als das, was man jetzt vielleicht mit dem beim Eremiten sieht. Also da, ja, wobei Merlin natürlich diese zwei Seiten hat. Ne? Er ist ja auch Taliensin, er ist auf der einen Seite genau dieser Magier, den wir hier sehen, der junge Merlin, und dann gibt es den alten eremitischen Merlin, ne, der sich dann da von der Morgaine um den Finger wickeln lässt. Von der Viviane oder Nimue, meinst du? Ja, wen auch immer. Die Junge halt. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Versionen. So ist es, ja. Aber interessant finde ich jetzt erinnert ihr euch nochmal an den an das Bild des Bateleur und seinen Schlapphut. Was ist aus dem Schlapphut geworden? Genau, der Schlapphut wurde zur Lemniskate. Das Gleiche werden wir dann auch nochmal bei der Kraft sehen. Da ist das genauso gelaufen. Und das ist eine Neuerung, die tatsächlich Waite herbeigeführt hat. Also ganz kurz, Lemniskate ist diese liegende Acht. Ne? So. Genau, das Unendlichkeitszeichen.
Was vielleicht, also ich persönlich bin mir gar nicht so sicher, warum da jetzt unbedingt die Lemniskate ist, aber ich denke, es hat was damit zu tun, dass der Narr halt ein Symbol ist für die Seele, die inkarniert und dass jetzt hier mit dem Magier das Spiel neu beginnt. Und dieses Spiel ist natürlich ein unendliches Spiel. Wir können immer wieder inkarnieren, wenn wir möchten. Ne? Und aus dem Krimskrams auf seinem Tisch wurden nun eben dann die vier Symbole. Genau, die vier Symbole, die wir da sehen, das sind die vier Symbole, die wir später sehen werden. Nein, durch die kleinen Arkana werden wir ja nicht reisen, aber sie beschreiben die kleinen Arkana. Die Münzen stehen für die Erde, die Kelche für das Wasser, die Schwerter für die Luft und die Stäbe für das Feuer. Und Kann auch wichtig, entschuldige? ja, nee, ich wollte nur sagen, kannst du was sagen zu diesem Rosengewächs, was da so drumherum Das ist? wollte ich gerade tun. Guck Ah, mal, wir sind schon wunderbar. hier magisch miteinander Ja, verbunden. total. Schade, dass du heute nichts Weißes anhast, Christopher, dann wären wir perfekt. Ja, halt. Also die Karten sind natürlich immer stark in Polarität angelegt. Das Weiße, die weißen Blumen, die stehen für den nicht unbedingt unschuldigen, aber für den eher platonischen Weg, den zum Beispiel die hohe Priesterin dann geht. Und die roten Blumen, die stehen für den irdischen Weg. Wie ihnen die Herrscherin geht. Und dieser weiß-roten Blumenvariante, die ja auch in seinem Kleid sich widerspiegelt, ne, er hat sogar eine Lemniskate eigentlich um seinen Bauch gewunden, er hatte so einen Schlangengürtel, die ist, kommt immer wieder im Tarot von Waite und Smith. Ah, also können wir mal zusammenfassend sagen, also der Magier sortiert auch, weil es sieht ja recht geordnet aus auf seinem Tisch. Er sortiert die Elemente und stellt eine Verbindung zwischen Himmel und Erde her, zwischen dem Reich der Ideen und dem Reich der Materie. Ja, und gleichzeitig ist er aber auch ein Showmaster. Also dieser Aspekt geht bei dem Deck hier nicht verloren. Er kann genauso gut jemand sein, der etwas super Tolles mit dir manifestiert. Auf der anderen Seite kann auch der Autoverkäufer sein, der dir irgendwas vom Pferd erzählt, damit du es kaufst. Ne? Also Und damit. so ein NLP-Typ, der Genau. Genau. Und damit kommen wir dann auf das zu sprechen, was wir später noch beleuchten werden mit der astrologischen Korrespondenz. Ja, genau. Aber ich würde sage immer, er ist ein extrem guter Redner. Ich könnte ich ja in der Zwischenzeit mal Gedanken um die astrologische Korrespondenz machen. Und er hat aber auch seine Schattenseiten. Ne? Er kann genauso gut ein toller, weiß ich nicht, Martin Luther King sein oder ein Goebbels, je nachdem. Also diese Macht der Manipulation steckt immer noch drinnen. Und er ist Total. auch was Undurchsichtiges. Ich Ganz sehe auch zum genau. Beispiel, er steht ja hinter so einem Vorhang auch aus diesen Pflanzen. Also er ist jetzt nicht so ganz im Zugriff. Ich müsste also, um ihn zu erreichen, müsste ich durch diese Rosendornendecke hindurch, die er vielleicht auch ein bisschen schützend aufbaut. Ja, also ist jetzt meine Ja. Interpretation. Kannst du noch was zu der modernen Interpretation aus dem Modern Witch Tarot, was auf der rechten Seite ist, sagen? Da ist ja nicht mehr so viel Ordnung. Ja, die Pepline hat ja zum Beispiel geschrieben, dass es irgendwie gleich ist, ne? Und das liegt daran, Pepline, dass dies ein sogenannter Klon ist. Also es gibt viele Decks, die sich auf Waite, nicht so viele, die sich auf Crawley beziehen. Und wo man einfach die Motive aufgreift und sie in einer neuen Variante darstellt. Und Waite hatte da natürlich den allermeisten Einfluss. Und da gibt es wirklich unzählige Decks, die sich auf ihn direkt beziehen. Und dieses Deck hier von der Lisa Stirl, das ist das Modern Witch Tarot, wo sie halt alle Figuren als Frauen dargestellt hat und noch eins draufsetzt, indem sie aus diesem westlich geprägten, weißhäutigen geht in eine Richtung, wo auch andere Hautfarben ihre Berechtigung bekommen. Also ich finde es interessant, dass hier der Magier, die Magierin, Auf Deutsch steht da die Magierin in dem Deck, ja. dass da diese ganzen Elemente nicht mehr so geordnet sind, sondern da liegt irgendwo die Münzen liegen da irgendwo rum. Das Ganze ist nicht mehr ein Tisch, sondern es ist so ein Steinaltar, aber ein Naturstein eher. Und die Stäb, der Stab ist eigentlich so ein dürres Gewächs.
Aber dafür Ja, umso wie üppiger sind die Frauen hier Pflanzen zählen. drumherum, ne? Genau. Also wir legen da nicht so sehr Wert auf Struktur, sondern auf Inhalt und Seltsam. Ich finde es sehr interessant, weil vor allen Dingen, dass wir hier so eine Art, also also es ist eine sehr viel lebendigere Darstellung, finde ich. Also das hat nichts mehr so Hoheitliches, was der Magier natürlich auch verströmt. Ne? Also dieses so, das ist eine gewaltige Geste, ich verbinde Himmel und Erde, das erinnert ja an Hermes Trismegistos, wie oben, so unten und so weiter. Ne? Da Darauf kommen wir ja bezieht es vielleicht. sich natürlich auch, ganz klar, ja. So, da machen wir noch einen kleinen Exkurs in ein ganz altes und ein ganz modernes Deck. Würde ich mal sagen, Kirsten, das eine ist Visconti Sforza. Genau, das eine ist das Visconti Sforza, was somit eigentlich das Deck ist, was als immer wieder zitiert wird, als da beginnt Tarot. Ne? Um 1450 wurde es in Auftrag gegeben von dem Geschlecht der Visconti für die Hochzeit zwischen Visconti und den Sforzas in Mailand. Man kann dieses Deck noch sehen, wenn man Glück hat und Italienisch spricht in Mailand. Ich habe es mal versucht und bin da nicht sehr weit gekommen, aber wenn man ein bisschen cleverer ist als ich, dann kann man sich dieses Deck ansehen. Die Karten sind ungefähr so groß und es sind die ersten Trümpfe, die wir haben und von denen wir wissen, dass es die sich auf Tarot beziehen. Interessanterweise fehlt da der Teufel und es fehlt auch der Turm. Kann man sich Gedanken machen, waren die am Anfang nicht da oder sind die einfach verloren gegangen? Und wahrscheinlich sind sie nicht zum Kartenspielen gedacht gewesen, sondern eher als Bilder, als Illustration. Aber wenn ihr den Film Borgias gesehen habt mit Jeremy Irons, die schreckliche amerikanische Verfilmung, da wird dann unter anderem mit diesen Karten gespielt, was Was schon ja etwas wahrscheinlich kurios ist. nicht logisch ist, wenn die so groß waren, ob man dann damit Ja, also spielt. es ist schon etwas seltsam. Und wir Und müssen auch ist immer bedenken, im 15. Jahrhundert Kartenspielen war ein teures Hobby. Ne, weil Papier, schwierig. Und dieses, das andere ist das Röhrichtarot, da sehen wir ja nun eine völlig andere Darstellung. Genau, das Röhrichtarot ist ein Deck, mit dem mein Mann und ich uns sehr beschäftigt haben und uns auch darüber kennengelernt haben. Matt. Und wenn ihr mehr zu diesem Deck wissen wollt, geht ihr einfach mal auf den Blog von mir, tarotwissen.de, da habe ich einiges drüber geschrieben. Aber was ich hier an dem Magier toll finde, ich habe ihn hier nochmal, was überhaupt bei Röhrig eine Sensation ist, ist, dass wir hier dieses Licht und Schatten, was der Magier darstellt, sehr schön herausgearbeitet haben. Ich habe ja gesagt, entweder Martin Luther King oder Goebbels, also nehmt was immer ihr wollt als Beispiel. Aber wir haben hier bei Röhrig halt diese, ups, so, Lichtseite. Jetzt bin ich eingefroren. So, Bist wieder da. Lichtseite. Ja, und dann haben wir die Schattenseite. Ne? Und das kriegt man gar nicht so mit, wenn man die Karte anschaut, ne? Weil das da so eine ganz dunkle Qualität auch ist. Aber das ist natürlich genau dieses NLP, was du meintest, ne? Mit der linken Seite, die ja gerne auch als unbewusste Seite gesehen wird, wirst du in irgendetwas hineingezogen, während es von außen eigentlich ganz freundlich und charmant aussieht. Und ich meine, man kann sich ja bei diesem Bild durchaus entscheiden, finde ich ihn eher in einer freundlichen, mir zuhörenden Geste oder beobachtet er mich eigentlich und sammelt nur insgeheim Informationen, um sie vielleicht dann doch gegen mich zu verwenden. Ganz Also genau. so ist das, es ist ja dadurch, dass er das Gesicht darstellt, eine sehr nahe. Also was da jetzt wegfällt, ist natürlich diese ganze Symbolik wie oben so unten. Die Lemniskate kann ich jetzt auch auf den ersten Blick nicht erkennen. Also er reduziert es anders. Und Lemniskate ist hier unten reingemalt. okay, kann man gar nicht so gut erkennen. Und auch die Symbole sind da unten drin. Es schreibt sogar Le Butler drauf. Okay. Aber ich finde die ja auch gar nicht so wichtig, die Lemniskate. Ich Ja. mag die Lemniskate nicht. Und Bernhard, ja, da sind Runen drauf. Also hier die gestürzte Fehu oder Ansus, die gestürzte Ansus.
Warum ist wahrscheinlich ein eigenes Kapitel wert, würde ich jetzt Kann mal ich so ganz stehen kurz lassen. erklären? Ja. Ja, Hermann Heindl hat ja das erste deutsche Künstlerdeck nach dem Krieg rausgebracht und hat damals die hebräischen Buchstaben mit den Runen draufgesetzt, um das Thema Juden und Deutsche miteinander auszusöhnen. Darüber kann man denken, wie man möchte, aber Röhrig hat das dann übernommen. Ja, wobei, wie man, also die Runen sind ja nichts Urdeutsches. Aber gut, das sind dann Feinheiten. Aber interessant ist für mich ein anderes Symbol, was zu sehen ist, ist nämlich das Symbol des Merkur, das wir dort sehen. Und damit greift natürlich Röhrig auch eine Idee auf, die natürlich schon älter ist als seins, nämlich die Verbindung zwischen dem Magier und dem Planeten, dem astrologischen Planeten Merkur. Und das kommt zum Teil auch meines Erachtens daher, dass einer dieser Urmagier, der vielleicht in der Vorstellung der Okkultisten dann auch später zum Prototyp des Magiers wurde, Hermes Trismegistos ist, also der dreimal große Hermes, der dann sozusagen, und dann haben wir Hermes Trismegistos wird dann oft mit Merkur im mythologischen Sinne in Verbindung gebracht, obwohl er wohl eine eigenständige, wenn er denn je existierte, eine eigenständige Persönlichkeit war. Aber ich glaube, wir gehen, da sind wir schon eins zu weit. Lapis, ja, das ist, entschuldige, ich antworte noch kurz darauf was. Das ist tatsächlich so, alle diese Karten sind in ganz vielen Schattierungen in Polarität aufgebaut. Deswegen ein super spannendes Deck, was ich heiß und innig liebe. Ich überspringe jetzt mal das, was ich gerade gezeigt habe, um auf dieses Bild zu kommen, weil dann der Sinnzusammenhang unseres Gerätes besser ist mit den Bildern. Gerede. Unser Sprechen. Ja. Unserer erfreulichen Diskussion. Ja, so ist es. Denn weil das ist, habe ich jetzt gerade angeschnitten, das ist diese Merkur-Thematik. Und vielleicht kannst du zuerst was zu dem rechten Bild sagen. Das linke Bild ist natürlich das aus dem sogenannten Crowley-Tarot, das dann vielleicht einige eh schon kennen. Aber das andere, da wird das Thema Merkur also wirklich sehr deutlich rausgearbeitet. Vielleicht, wenn du kurz erzählst, von wem das ist. Ja, das ist das Deck von Robert M. Place. Auch wir haben schon das Raziel Tarot gesehen, ganz am Anfang, wo König Salomon dargestellt wurde. Und hier bezieht er sich halt, es ist das Alchemical Tarot. Da bezieht er sich ganz explizit auf die Alchemie und der Hermes Trismegistus oder Hermes einfach nur eine wichtige Rolle spielt. Ne? Er ist ja sozusagen derjenige, der das Quecksilber verkörpert und eigentlich die Masse, du bist der Alchemie-Experte, nicht ich, die nach und nach dann dafür sorgt, dass wir den Stein der Weisen erhalten. Und auch Merkur Hermes ist nun mal eine sehr doppeldeutige, wenn nicht sogar sehr schillernde Gestalt. Er ist einerseits jemand, der sowas Tolles wie den Stein der Weisen uns bringen kann. Auf der anderen Seite hat er was von dem Trickster sehr stark, ne? Der Gott der Diebe unter anderem. Er hat auch eine Energie, die wir mit Loki in Verbindung bringen können. Loki, der ja auch, weiß Gott, was alles anstellt. Ne? Also es ist nur eine Gestalt außerhalb der Regeln, die für uns Menschen gelten. Machen die Götter ja sowieso, was sie wollen. Aber er ist auch auf niemandes Seite, ist so mein Eindruck bei Ja, also sagen wir ihm. so, man sagt ja astrologisch, er ist allparteilich, interessiert sich Genau. für alles. Oft wird Ja. er gesagt, er sei neutral, das sehe ich nicht so. Neutral heißt ja wörtlich übersetzt neutrum keins von beidem, sondern ich würde eher sagen, er ist immer beides, er ist immer jede Seite, also allparteilich. Und was mir an dieser Darstellung ist natürlich jetzt eine Zuspitzung der Idee des Magus, des Magiers auf die hermetische Tradition und auch die alchemistische Tradition. Hermetische Tradition muss man natürlich von der Alchemie auch nochmal unterscheiden. Aber das würde jetzt hier zu weit führen. Aber Alchemie ist natürlich hier ein Stichwort. Wir sehen zum Beispiel auch, dass er das Merkur-Symbol mit einem Punkt in der Mitte versehen hat, was auf das alchemistische Symbol von Merkurius verweist, Quecksilber, wie du schon gesagt hast. Und wir sehen aber auch hier die Elemente natürlich abgebildet. Wir sehen das Feuer, wir sehen die Erde, wir sehen die Luft in Gestalt der Wolken. Und wir sehen das Wasser in Gestalt des Meeres oder was auch immer da an Gewässer ist.
Er ist ein Herr der Elemente, würde ich mal sagen an dieser Stelle. Und auch dieses wie oben so unten bleibt natürlich zu sehen. Und wir sehen oben sogar die Tierkreiszeichen angedeutet, um zu zeigen, dass dort oben die Ordnung herrscht. Also das ist dieser hermetische Grundgedanke. Alles das, was oben ist, ist wie das, was unten ist. Aber auch umgekehrt, alles das, was unten ist, ist wie das, was oben ist, damit das Wunder des Ureinen oder der Vereinigung oder der Vollkommenheit geschehen kann. Das ist das Grundprinzip der hermetischen Gesetze, was im ersten Satz abgebildet ist. Und er hat natürlich jetzt nicht einfach nur noch einen Stab in der Hand, sondern auch einen Merkurstab, einen Caduceus mit den Schlangen drumherum. Also alles sehr verdichtet auf diese Idee der Alchemie, aber darum heißt es ja auch Alchemical Tarot. Aber natürlich liegt diese Idee der Alchemie auch schon drin im Magus. Er verschärft natürlich nur diese Perspektive. Mir gefällt es persönlich sehr gut. Ich mag auch diese Art, wie er das darstellt, also diese klaren Konturen. Ich mag natürlich auch das Crowley-Tarot. Und das ist so, dass mein Zugang zum Tarot war über Crowley. Da sehen wir ja nochmal eine andere. Also der ist ja ein bisschen tänzerischer. Also da kommt das merkurische Element, finde ich, nochmal auf eine andere Weise rüber, nämlich Beweglichkeit, flink, tänzelnd, das durch das Universum rasend, rauschend, also da was Bacchantisches eher sogar noch. Ja, wir sind eigentlich schon wieder bei dem Jongleur oder dieser Frau, die du am Anfang gezeigt hast. Ne? Also hier haben wir den Aspekt des Spielers, Trickspielers stark drin. Er sieht nicht sehr echt aus. Ne? Wenn man sich die Karte näher betrachtet, dann hat er was, also Metallenisches. Das passt natürlich wieder zu dem Quecksilber. Aber er ist also hier gerade das, was wir auch lernen, wenn wir durch die Tarotkarten wandern, dass Magier und Hohepriesterin, vorhin wurde hier Harry Potter erwähnt, als die geistigen Eltern des Narren gelten. Aha. Also während die hohe Priesterin, darüber werden wir ja beim nächsten Mal reden, ihm so die Seelenwünsche einhaucht, ist der Magier zuständig für die dafür, worauf sich der Narr in dieser Inkarnation, jetzt verschwinde ich hier langsam, ausrichten möchte. Ja? Möchte er sich mehr der Liebe weihen, dann nimmt er den Kelch, möchte er mehr Geld haben, dann nimmt er die Münzen. Und er setzt seine Intention und seine geistigen Vorhaben. Und dieses Thema von geistigen Eltern und irdischen Eltern, das haben wir ja nicht nur bei Harry Potter, sondern auch in ganz vielen Mythen. Ne? Und da ist er halt der geistige Vater. Ich denke, wir sollten langsam zum Schluss kommen. Ja, müssen wir. Ist richtig. Deswegen habe ich noch ganz kurz, weil ich es vorhin angezeigt habe, noch zwei eher aus sogenannten Künstlerdecks, wie man immer so schön sagt, noch zwei Bilder. Eines, das relativ neu ist, aus dem wir letztes Mal schon gezeigt haben, und eines, das auch relativ neu ist, aus dem wir auch schon letztes Mal gezeigt haben. Nämlich einmal wie heißt es, Kirsten? Mystische Tarot. Das mystische Tarot, genau. Katrin Welz-Stein. Dankeschön, ja. Geht einfach fließend von den Lippen. Das geht fließend von den Lippen. Das nächste Mal werde ich das können. Und das andere ist von Amy Brady, ein Tarot, mit dem ich mich sehr intensiv beschäftige und auch identifiziere. Und da sehen wir nochmal zwei völlig unterschiedliche. Ich glaube, wir können zwei, drei Sätze dazu sagen. Ich fange einfach mal mit der Amy an. Wir sehen einen Raben diesmal, den Raben, der ja als magischer Vogel in vielen Kulturen und Traditionen unterwegs ist, nicht zuletzt auch in der nordischen Mythologie. Hugin und Munin von Odin, das sind die beiden Raben, die ihm zutragen, was auf der Welt geschieht, Gedanke und Erinnerung. Und hier sehen wir natürlich, wie er auch das wie oben so unten ist auch dargestellt, die beiden Flügel, einer reicht nach oben, der andere nach unten. Also da hat sie das so ein bisschen aufgegriffen. Mir gefällt das sehr gut. In den Darstellungen von Amy Brady spielen Tiere die Hauptrolle. Es gibt keine menschlichen Darstellungen. Und so hat sie den Raben, wie ich finde, sehr gut getroffen. Und über das andere sagst du etwas. Marina fragt noch beim Alistair, ich nehme an, du beziehst dich da auf das Thema mit den geistigen Eltern. Das ist ein Thema, was prinzipiell im Tarot eine Rolle spielt. Wenn du nicht das meinst, dann schreib es doch nochmal klarer hin, was du genau für eine Frage hast. Ja, also das mystische Tarot,
ist in seinen Bildersprachen für mich manchmal sehr klar und manchmal nicht so klar. Ich bin da auch gerade erst dabei, mir das zu erarbeiten. Aber hier schließt sich eigentlich für mich so ein bisschen der Kreis zu dem, was wir eingangs gesagt haben. Wir sehen jemanden, eine Hand, die aus einem Hut etwas zaubert. Mhm. Ja, das ist ja das, was wir eingangs gesagt haben. Und die Frau, also auch die Katrin Weltstein, hat hauptsächlich Frauen in ihrem Deck gemalt, hat so einen Spitzhut auf, ne? Mhm. Und dann würde ich jetzt gerne nochmal auf den Spitzhut zurückkommen, weil das ist eigentlich ein Symbol dafür, was auch der Magier mit seinen Händen macht. Ne? Wir ziehen durch einen Kanal, der immer breiter wird, Energie nach unten in die Materie und dort breitet sich die Materie aus. Ich denke, das soll dieser Spitzhut mit Krempe auf der magischen Ebene symbolisieren. Und dieser Spitzhut wird ja auch zu einem Krempenhut, indem wir dann unten diesen geöffneten Hut haben. Und da kommt halt ein Schwan heraus. Könnte ich mir jetzt vorstellen, was immer in ihr vorgegangen ist, als sie das gemalt hat, dass sie da auf den alchemischen Prozess anspielt, hin zum Albedo. Ne? Und das andere sieht mir irgendwie wie grünes Zeugs aus. Und es schwebt in der Luft. Es schwebt auch in der Luft. Ein wichtiger Gedanke beim Magier ist ja, dass es oft eine Karte ist, die mit Neuanfang, mit Neubeginn gleichgesetzt wird. So dieses dieser schöpferische Prozess. Also, dass man sagt, mit der Magier, das ist so wie Gott sagt, es werde Licht. Ne? Wir haben vorher, der Geist Gottes schwebt über den Wassern. Das ist sozusagen der Narrenzustand, in dem noch alles möglich ist. Und dann, es werde Licht, erzeugt einen anderen Zustand von, es ist jetzt alles möglich. Aber es ist sozusagen alles möglich im Lichte des Bewusstseins. Oder wie würdest du das sehen? Ja, ich finde es schön, wobei ich den Magier immer noch mit, am Anfang war das Wort, verbinde. Mhm. Was ja ein eher Neues Testament ist. Ne? Johannes Evangelium, ja. Aber beides passt sehr gut. Mhm. Ja, also das Wichtige ist halt, dass wir beim Magier, und das finde ich hier bei der Katrin Weltstein schön und auch eigentlich bei dem Vogel, wir sind in der Luft. Ne? Mhm. Haben wir bei Aleister Crowley auch gesehen, wir sind noch nicht auf der Erde. Auf der Erde. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil es kommen ja noch jede Menge weitere Karten. Wir sind an dem Punkt, wo wir erst anfangen zu manifestieren. Also wo wir sagen, wir greifen schon mal in die Trickkiste. Aber es ist weder ethisch klar, ob da was Gutes oder was Schlechtes draus wird, ob wir diese Frage überhaupt stellen dürfen. Na, so wie wir immer gesagt haben, du kannst das, was deine Trickkiste ist, nutzen, um andere zu manipulieren. Du kannst es aber auch nutzen, um etwas Gutes daraus zu machen. Du kannst andere damit blenden und täuschen, aber du kannst genauso gut vielleicht etwas Wohltätiges damit bewirken. Du kannst wirklich, also die Frage ist, was für Wünsche hast du eigentlich? Ich muss so drüber nachdenken. Gestern habe ich mir den Film angeschaut, Wonder Woman 1984. Kennst du den schon? Nee, aber ich habe darüber gelesen. Ja, aber da ist genau das Thema. Da geht es nämlich darum, dass einer die Macht hat, alle Wünsche zu erfüllen. Und er bringt alle Menschen dazu, dass jeder seinen Wunsch sich erfüllen darf. Und der wird dann sofort umgesetzt. Und das führt zu einem heillosen Chaos. Also da geht natürlich die Welt fast zugrunde dran. Sowas wie Wishmaster hatten wir ja auch schon mal. Ja, wobei es, wie gesagt, hier darum geht, dass alle Menschen gleichzeitig ihre Wünsche erfüllen dürfen. Die einen wünschen sich mehr Atomraketen, die anderen, dass ihr Nachbar stirbt und so weiter. Und auf einmal herrscht also das brutale Chaos. Also wie es immer so schön heißt. Das ist an Angela Carters Infernal Desire Machines of Dr. Hoffman. Da bist du mir jetzt vorausgeeilt, Kirsten. Geistig. Angela Carter habe ich noch mitbekommen und der Rest ist verschwindet. Die infernalen Sehnsuchtsmaschinen des Dr. Hoffmann. Alles Dankeschön, Kirsten. Auch dies sagt mir nichts. Aber du hast darüber geschrieben, deswegen habe ich überhaupt mal mit dir. Ich habe über Angela Carter geschrieben. Und ja, aber ich glaube, du hast auch den erwähnt. Nein, habe ich nicht. Also, das diskutieren wir nochmal aus, privat. Das diskutieren wir nochmal. Aber du bist eine Angela Carter-Expertin, darum wage ich ja kaum etwas zu sagen. Ich halte ja schon die Luft an. Aber in jedem Fall, das fand ich interessant bei diesem Film. Also wenn der in die Kinos kommt, der lief jetzt irgendwie auf irgendeinem Streaming-Kanal schon vorher. Wonder Woman 1984, da wird dieses Thema des Magiers. Und am Schluss steht er auch wirklich so da wie ein Magier. Manchmal denke ich mir, vielleicht haben diese Filmemacher sich doch inspirieren lassen vom Tarot.
Also Auf jeden irgendwie. Fall von archetypischen Bildern, Ja. die in uns allen schlummern. Wer von euch noch nicht die neue Dior-Werbung gesehen hat, sollte das tun, ne? Eine Viertelstunde Werbung, wo mit den Viscontis Forza-Deck gearbeitet wird, sehr klasse umgesetzt, überall auf Facebook zu sehen, unter anderem auch beim Tarotverband. Also schaut euch das mal an, wie stark Tarot inzwischen in unserer Gesellschaft angekommen ist. Wollen wir noch kurz Zusammenfassung unserer heutigen Sitzung? Es war wieder sehr umfangreich, sehr informativ, wie ich finde. Vielen Dank, Kirsten, auch, dass du uns aus deinem profunden Wissenskästlein immer wieder versorgst. Und ich denke mal, ich denke, die Grundidee des Magiers ist aber deutlich geworden. Und ich denke, das Thema, was ich jetzt zuletzt auch ansprach, also dieses den Willen manifestieren, aber noch nicht in irgendeiner Form zu sagen, was daraus im Konkreten wird. Das ist für mich so ein Hauptthema des Magiers und auch diese zwielichtige Gestalt. Am Anfang des alchemischen Prozesses stehen Prima Materia verkörpernd. Also das wäre in der Alchemie die Prima Materia. Das Es Ordnen ist der Potenzial Elemente. und es ist Intention. Genau. Ja, in jedem Fall, ich lese gerade Martina, ohne TV kannst du sie sicherlich auch anschauen, einfach im Netz, würde ich mal einfach nach Es gibt, Christian Dürr läuft googeln. nicht im Fernsehen. Das ist eine Kampagne, die Ah, ich okay. kann es ja, ich kann ja Christopher den Link schicken, dann kann er es hier unten nochmal verlinken. Genau, dann stelle ich das unten in die Infobox rein. Liebe Kirsten, ich weiß, du hast noch was zu tun. Dein Typ ist gefragt heute. Was machst du heute? Heute ist ja Sonntag. Machst du heute wieder deinen Wochen? 15 Uhr. 15 Ich Uhr. hatte es erst für 18 Uhr angekündigt, aber ich habe eine kleine Franzkrise und muss um 15 Uhr ran. Gut, wie das halt so mit den Franzens der Welt so ist. Und ja, also das heißt, du bist heute noch mal sichtbar in deinem Wochentaroskop um 15 Uhr. Ich bin dann in Konkurrenz zu dir mal wieder, Kirsten. Wirklich. Langsam wird das zu einem Dauerzustand. Ich bin heute noch mal mit den Stadtspürern unterwegs um 15 Uhr durch das okkulte Schwabing. Zusammen mit Brigitte, unserer Gästeführerin hier in München. Wen das interessiert, auf dem Kanal der Stadtspürer. Dich wird man auf dem Kanal der Mantiker, nehme ich mal an, finden. Ganz genau. Und ich bin heute Abend dann nochmal um 19 Uhr dran mit meinem Mystery-Horoskop der Woche auf dem Kanal von Phoenix Astrologie. Also, es ist zwar bei uns jetzt wirklich ein grandioses Wetter, aber es lohnt sich vielleicht, na, das Tablet mit auf die Terrasse und den Balkon zu nehmen und uns zu lauschen. Es ist für jeden was dabei. In diesem Sinne, ein Danke, dass ihr dabei wart. Und wir sehen, Kirsten und ich, wir sehen uns wieder. Wir treffen uns wieder in einer Woche. Aber nicht im Tarotgarten, sondern wir ziehen um in den Sternenturm und da werden wir mit unserer Thematik der Häuserachsen weitermachen. Und Ganz genau. da freuen wir uns schon drauf. Liebe Kirsten, schöne Super. Grüße nach Hamburg. Und Ja, dir auch, Christopher, nach München. bleibt uns gewogen. Ja, bitte, mach das. Tschüss.